Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Little Witch in the Woods. So, ich habe ja Cookie Lookie gemacht, ob ich die Zutaten habe. Ich will jetzt mal kurz Folgendes machen. Ich gehe jetzt mal kurz runter hier. Runter, runter, runter. Und nehme jetzt mal den Krempel hier aus der Kiste. Den ich noch mal. Ich habe sogar nur eine Feder, ne? Ich habe nur eine Feder. Hier fehlt mir auf jeden Fall noch eine Alraune. Ach, wie herrlich ist denn das? Wie herrlich ist denn das? Ne? Musste ich die nicht braten? Hier ohne Fahrschein. So, ich hatte gedacht und so weiter. Die Kürbis-Terrier-Fell brauche ich davon vier. Tatsächlich, da brauche ich vier von. Gut, dann lass mal kurz Cookie-Lookie machen. Für den Fall der Fälle. Fluchaufhebendes Buschwanze und Dingens. Busch und ich schreibe immer Hase. Und Dingsbums, Schlaf ist Busch und Silber Stern. Also das müsste ich auf jeden Fall. Also Busch habe ich zwei, jawohl, das würde gehen. Davon habe ich sowieso genug. Und Silber. Ist das das hier, dieses Silberglöckchen? Pollenix? Halt. Halt. Ja, das ist es. Also das würde ich noch hinkriegen. Okay, dann weiß ich Bescheid. So, ich muss sowieso ins Dorf. Ich will fragen, was die für Tränke hat. Dann muss ich zu Keiler und zu Roy und dann muss ich in den Wald, wenn die Vögel kommen. Da brauche ich nichts mehr. Zeichnen. Da kann ich nichts mehr zeichnen. So, danke. Weil einen brauchte ich davon noch. Um den zu brutzeln. Für die gibt es aber auch einen Trank, dass die mehr Fell geben. Und auch für die Vögel gibt es einen Trank, dass die mehr Federn geben. Aber da muss ich ja schon wieder was für einen Trank sammeln. Ich gehe jetzt abends dann einfach in den Wald und schleiche mich da an die Vögel ran. So, du hast heute auch Tranktag. Moment, lass mal gucken. Ich will noch mal kurz gucken. Shop. 2000. Ja, die 2000 habe ich ja bald. Ansonsten hast du ja nur Lampen und Gedönse und Teppiche und hast du Kisten hast du ja nicht, ne? Also, eine Lampe wäre vielleicht noch ganz nett, weil ich glaube, das ist ein bisschen dunkel. Aber ich würde gerne erstmal die Bücher kaufen. Aber als allererstes die Tasche, die 2000. Aber ich brauche ja noch anderes Geld für, ne? Ich hätte gern geguckt. Du gibst mir
Okay, das ist das Gleiche. Also ich kriege 420, entweder für einen klebrigen und Seufzer oder für zwei Seufzer. Na, das ist ja Betrug hier. Zwei Seufzer und einmal Fluch. Aufhebend. Okay, ich gucke erst wieder Seufzer. Na, das müsste ich auch haben. Ahornkraut weiß ich jetzt gar nicht. Könnte ich ja dann mal sammeln. Und was war das? Klebrig. Ja, Schmetterlinge habe ich auch nicht. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Ich kann ja, wenn ich die Vögel sammle, auch Schmetterlinge sammeln. So, jetzt gehe ich erstmal zu Roy. Ja. Quest. Ja. Okay, Roy. Der Special Order. 150, sehr schön. Bla 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 bla. Entschuldigung, aber das Englische ist mir. Potted Bird Flower, okay. Dann habe ich Deko bekommen. Mein Gott, laber doch nicht so lange. Danke. Wo ist er? Alles klar, ist im Katalog zugefügt. Achso, den Salmon kann ich ja auch wegbringen. Wie viel habe ich jetzt? 1920, also so viel Gold fehlt mir gar nicht mehr. Ich muss das gebracht haben bis Mittwoch. Oh, das ist natürlich nicht mehr viel Zeit, ne? So, dann muss ich zu Keil. Ach so, gibt's hier Neues? Nein. So, dann muss ich zu Keiler. Und ich muss zu dem Dingen. Ah, Keiler. Du bist wieder da? Die Ziegel sind fertig. Dann müssen wir jetzt nur noch die Reparaturen durchführen, richtig? Ja, das wird nicht lange dauern. Los geht's. Oh, ich werde die anderen Dorfbewohner holen. Denn das ist die Brücke, die alle zusammengebaut haben. Tolle Idee, dann bring sie zu der Brücke. Ich werde sie reparieren. Sehr schön. Tada! Wahnsinn, es ist eine Brücke. Enid, sag ein paar Worte. Kyla, Roy und Ellie, ihr habt alle hart gearbeitet, um die Brücke zu reparieren. Aden ist mal wieder nicht da, ne? Und vielen Dank an alle anderen Dorfbewohner, die so großzügig ihre wertvollen Besitztümer zur Verfügung gestellt haben. Als die stacheligen Reben im Dorf wuchsen, war ich mit meinem Latein am Ende. Jetzt, wo das Dorf wieder in seinem alten Glanz erstrahlt, kann ich mit Worten nicht beschreiben, wie glücklich ich bin. Vielen Dank, Ellie. Das liegt daran, dass die anderen Dorfbewohner mir so sehr geholfen haben. Komm und sag auch ein paar Zeilen, Keiler. Ich? Wir haben die Brücke stark gemacht. Du kannst gerne auf ihr herumlaufen. Was ist mit dir, Roy? Das war mein erster Versuch, eine Brücke zu reparieren, aber dank Keilers Anweisungen habe ich es geschafft. Ich hoffe, die Brücke ist jetzt stark genug. Rubrum, möchtest du etwas sagen? Können wir jetzt über die Brücke laufen? Ja, natürlich. Was ist, wenn du verletzt wirst? Die Brücke ist so stark wie Rubrum. Sie sollte in Ordnung sein. Dann gehe ich los. Lass uns auch versuchen, die Brücke zu überqueren. Ich war schon lange nicht mehr auf der anderen Seite.
Sieht so aus, als müssten wir erst noch die stacheligen Ranken loswerden. Ach du meine Nase. Ich dachte, sie sind jetzt alle weg. Die stacheligen Ranken scheinen mit der Höhle verbunden zu sein. Ah ja. Wenn wir diese Höhle erreichen, sollten wir zu Wolkental gelangen können. Dann sollte der stachelige Rebkern bei Wolkental sein. Wow, schon allein der Klang des Namens Wolkental lässt mein Herz höher schlagen. Sag mir, wenn du die stacheligen Ranken losgeworden bist. Dann helfe ich dir, die Häuser wieder aufzubauen. Wenn du Hilfe brauchst, brauchst du nur das Wort zu sagen. Ich werde es tun. Was müssen wir tun? Genau wie Grüner Wald. Verfolge zuerst die stacheligen Ranken, um den Kern der stacheligen Ranken zu finden, und zerstöre ihn. Sag es dann Keila, wenn sie mit dem Bau des Hauses fertig ist, können wir den Dorfbewohnern zurückholen. Auf dem Papier klingt das ziemlich einfach. Okay, los geht's, ab nach Wolkental. So. So, das mache ich jetzt aber nicht, sonst bin ich wieder abgelenkt. Ich gucke hier nur mal, wie groß das ist. Weil wenn ich jetzt nach Wolkental gehe, mache ich wieder was anderes. Ich bringe dem jetzt erstmal den Fisch und dann gehe ich da halt Sammel, Sammel machen. Von was auch immer, ich habe schon wieder vergessen, Schmetterlinge und Karotten. Alles klar. Okay, also ich gehe da jetzt nicht hin, aber hier ist eine Brücke. Was ist eine Dings, eine Treppe meine ich. Okay. Gut. Also, wie gesagt, ich gehe da jetzt noch nicht hin, sonst bin ich wieder von tausend Sachen abgelenkt. Ich mache jetzt erstmal eine Sache fertig. So, wisst ihr Bescheid. Hier ist auch nichts zum Looten, deswegen, aber das wollte ich mal gucken. Das ist ja auch Dorf. So. Da ist die Brücke. Ah, nee, da muss ich da. Mein Gott, ist das complicated hier zu laufen. So. Also was brauchte ich jetzt? Schmetterling, Karotten und für Seufzer Ahornkraut. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich noch genug habe. So, dann wir gehen erstmal Ahornkraut pflücken. Das gibt es nämlich oben. Und dann gehen wir, weil dann wird es auch langsam Nacht. Wir gehen nach oben. Jetzt knurrt mein Magen auch noch. Oh, danke. So, da ist. Ach so, ich brauche dafür. So, die beiden sollten reichen für einen.
So, dann habe ich das auch wieder, weil davon hatte ich nämlich auch nichts mehr. So, dann gehen wir Schmetterlinge und Karotten besorgen. Ach so, erst so, dann rede ich erstmal mit ihm. Quest. Jawohl. Ach so, jetzt erzählt er mir, dass es verschiedene Fische gibt in den Habitaten. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob ich groß fischen will. Okay. Also es gibt auch eine Enzyklopädie für Fische. Ah ja, Fischenzyklopädie, alles klar. Okay, ach Mensch. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da groß mit beschäftigen werde. Anderwald. Weil ich kann jetzt den Sinn darin noch nicht so erkennen. So, was braucht die Schmetterlinge? Schmetterlinge und Karotten. Danke. Wenn wir hier schon mal sind, nehmen wir nochmal so einen Frosch mit. Ach, schade. Die Karotten sind ja nicht weiter schwierig. So, und jetzt muss ich noch mal runter so ein paar Vögel sammeln. Weil das ist noch mal das Schwierige. Ja. So, da sind schon mal welche. Thank you.
So, dann habe ich eine Feder, okay. So, dann mal kurz, warte. Sammeln nachts. Ach so, okay. Okay, dann brauche ich die Alraune auch nicht mehr. Ich muss aber noch mal mit dem Trank welche sammeln. So. Das heißt, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich eine mit. Eine geht ja. So, und jetzt noch mal gucken. Ich brauche noch zwei Federn. So, und dann noch eine. Oh, die sitzen schon da oben. Das heißt, ich schaffe das gar nicht mehr. Nee. Weil ich brauche dafür zu viele. Ich brauche vier Federn, ne? Und es ist schon, auch schon so spät. Ich muss langsam mal nach Hause. Sonst kippe ich ja wieder außer Latschen. Ja, schade eigentlich, aber ich habe jetzt schon zwei Federn mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Trank kann. Das ist irgend so ein Pink. So, ich gehe Bett. Ja. So, dann mache ich jetzt erstmal die Tränke, die ich kann. Für die Damen und die Herren. Dazu werde ich jetzt erstmal noch mal Schmetterling. Okay, das kann ich lassen. So. So, du machst den fertig, ne? Okay, hier habe ich alles fertig. Dann nehmen wir den. So, okay, also Schmetterling, Karotten. Ein Klebrig und ein Seufzer. Da brauche ich hier noch so ein.
Sehr schön. Also ich kann machen. Klebrig. Was fehlt da? Ach so, das fehlt. Okay. So, meine Lieben, ich beende den Teil dann erstmal hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.